Hallo und willkommen zu meinem Let's Play Civ 6. Ich bin's, euer Odo, und wir versuchen mit Griechenland die Welt zu erobern. Eigentlich versuchen wir es nicht. Wir versuchen einfach nur, einen Haufen Touristen zu uns zu locken. Und schaut gar nicht so schlecht aus. Nein, schaut gar nicht so schlecht aus, dabei. Ha, das ist ja lustig. Er schießt auf den. Das gefällt mir nicht. Hört sich auf den zu schießen. Warte mal, Bordeaux kann auf ihn schießen? Das ist ja absolut irre. Woher kommen denn diese Typen? Boah, ich hasse die Steuerung. Könnten wir das bitte lassen? Woher kommen die? Nicht jetzt? So, wir haben einen Handelsposten gegründet in Bandar Brunei. Du wartest weiterhin. So, auf was schießen wir? Auf den hier. Am liebsten würde ich auf den da hinten schießen, aber... Ach, das macht ja nichts. Ah, nein! Ich dachte, die Fregatte ist dran. Verdammt, ich bin ein Idiot. So, Michelangelo. Eine Pieta. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Skulpturen. Und ein religiöses Ding. Wann kriegen wir einen Bonus? Themenbonus verdoppelt Ertrag. Wenn Objekte desselben Typs von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Das heißt... Wenn wir noch eine Skulptur von jemand anderem gegen dieses religiöse Ding tauschen. Kann ich mir das irgendwie anschauen von den anderen? Was hast denn du? Hast du irgendwelche... Kann ich das sehen? Nein. Dann schauen wir mal. Du hast da zwei Bücher. Ich habe da Bücher, Statuen und sonst was. Okay. Was hast du? Du hast auch nichts. Du hast weniger als nichts. Ach, die hat Nahab gefangen. Nein, wir haben Nahab gefangen. Gibst du mir dafür? Finde ich gut. Gefangenenaustausch. Hast du irgendwas für mich? Nein, du hast auch nichts für mich. Den haben wir schon. Hast du irgendwas für mich? Du hast eine heilige Lanze. Eine Reliquie ist das. Reliquien könnten wir unterbringen. 24 Gold für 30 Runden. War doch glatt. 30 Runden haben wir es abbezahlt und sie gehört uns. Und wir haben im Argos Tempel eine Reliquie stehen. Finde ich gut. Ja, du kannst.
kannst nicht an Land schießen. So, wann schießen wir dann? Ich würde gerne auf den schießen, aber irgendwie. Naja, Gott, dann schießen wir da hin. So, Korinth. Wohin bauen wir unsere nächste? Boah, 17 Gold schon. 2 Produktion. Nicht schlecht, nicht schlecht. 11 Gold. 14 Gold. Nach Toronto wollen wir eigentlich. Aber dazu brauchen wir wahrscheinlich noch. Ah, Hongkong wieder einen Handelsweg. Na, das ist sehr gut, dann machen wir das doch gleich. Das ist nett, dass das dort angeführt ist. Hey, wir sind Chef in Hongkong sogar. Das finde ich nett. Das finde ich nett. Was kann denn Hongkong? Eure Städte erhalten plus 20% Produktion für Stadtprojekte. Finde ich gut. Noch ein Händler. Schade, es gibt nicht noch eine Stadt, die sowas will. Aber Sansibar wäre ganz okay. Machen wir Sansibar. Bringt 9 Kultur oder Nanmodol. Madol. Hm. Bringt etwas weniger Geld, aber ein hier Kultur. Ach, machen wir Sansibar. Da wollen wir her. So, Athen. Irgendwie, ich habe doch irgendwann mal einen Archäologen gebaut. Habe ich ja offensichtlich abgebrochen zu bauen. Das ist schon halb fertig. So. Eretria. Arena. Hm. Du könntest das Kolosseum bauen. Wenn ich das da hier baue, dann ist Eretria und Korinth drinnen, aber sonst glaube ich keiner von meinen Städten, oder? Da wäre super, wieso kann ich es da nicht bauen? Wieso kann ich es da nicht herbauen? Das ist der Unterhaltungskomplex. Es muss an den Unterhaltungskomplex angrenzen. Was noch? Muss an einen Unterhaltungskomplex im Besitz dieser Stadt angrenzen. Kann es sein, dass Korinth dieses Gebiet benutzt? Dass ich es deswegen nicht mache. Ach Gott, die Steuerung ist so schrecklich. Nö. Ah, tatsächlich. Oh ja, es benutzt das. Gut, wenn wir da hier bauen.
Wenn wir es da her bauen, dann könnten wir von hier 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, hat Tosa wer drinnen, aber sonst niemand. Wer war da drinnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, wäre natürlich auch nicht drinnen. Es wären nur 2 Städte drinnen. Kolosseum ist blöd. Das Opernhaus von Sydney, was braucht das? Muss an einem Hafenbesitz dieser Stadt angrenzen. Kein Pass, sondern ja. So, warte mal, das Aquädukt macht plus 2 Wohnräume. Wo kann man das hinbauen? Nur an Orte, wo wir es nicht hinbauen wollen. Vielleicht auf das Aquädukt. Dann noch eher einen Campus. Oder diese Mauern. Kann ich da jetzt nichts. Oh, die Eremitage könnte ich bauen. Brauche ich die nicht schon irgendwo? Muss am Fluss gebaut werden. Daher bauen. Oh, die Eremitage. Vielleicht fällen wir da oben noch. Wir fällen dort oben vielleicht noch Plätze. Damit das ein bisschen schneller geht. Ein bisschen Wald fällen. Sonst sind wir da ja alt. Ja, lustig. Das ist nett, dass ihr alle auf den schießt. Wo kommen die her? Geht's denen noch gut? Ihr hättet wissen müssen, dass ihr nicht vor Spionage gegen mich zurückschreckt. Ich hätte wissen müssen, ja? Schickt sofort euren Spion weg. Bitte entschuldigt, diese Sache wird sofort beendet. Das kann ich euch nicht versprechen, ist mir wurscht. Du gehst mich so an. Okay. Wo kommen die plötzlich wieder her? Ah, warte mal, da haben wir noch eine Kavallerie. Ja.
richtig. So gehört sich das. Könntet ihr bitte eure Barbaren besser in den Griff bekommen? Ihr idiotischen Römer. Was? Neuer Spion wurde entdeckt. Er wird von der örtlichen Polizei verfolgt. Wählt einen Fluchtweg. Hm. Verfolgungssequenz. Fahrzeug zu Fuß. Na, natürlich das Boot. Hey, wir haben es aber trotzdem geschafft. Sanitätsversorgung nach der Flucht vor der Entdeckung aus Rom gestohlen. Beförderung zum Rang Agent. Sanitätsversorgung gestohlen. Finde ich gut. Ein Spion, wir haben nur das Heureka gestohlen. Finde ich gut. Spion entkommen. So, dann haben wir gesagt, wir werden da vielleicht das eine oder andere Ding fällen. Oh, wir haben da oben ein Dings. Schau da was an. Achso, Karawelle. Gegen 13, naja, das sollte sich ausgehen. So, Ephesus. Was brauchen wir dort als nächstes? Das Industriezentrum haben wir da schon, oder? Eine Werkstatt also. Faserlos. Hafen würde sich bei dir natürlich irgendwie anbieten. Ich überlege nur gerade, wo da unten. Da hätten wir zwei Ressourcen daneben. Yep. Geben so viel Geld aus und so schnell. Ich weiß nicht, ist der Chinese noch immer im Krieg mit dem Inder? Schaut fast so aus, dass wir immer diese ganzen Elefanten, die von A nach B gehen, könnten wir diese komischen Meldungen weggeben? Ja, offensichtlich. Die führen offensichtlich noch immer Krieg.
Es ist ein ewiger Krieg quasi. Und keiner von den beiden kommt voran. Ich meine, okay, der Chinese hat da oben Kalkutta erobert, aber ansonsten muss er nicht wirklich weiterkommen. Ich habe da kein Problem damit, sondern dass sich halt gegenseitig die Schädel einschlagen. Du und ich, wir fahren mit dem Auto oder mit der Bahn. Aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. Das ist ein guter Spruch. Okay, wir können Big Ben bauen. Plus eine Wirtschaftspolitikplatz. Oh, ist auch nicht schlecht. Verdoppelt die aktuelle Schatzkammer. Muss an einem Fluss neben einem Handelszentrum Bezirk mit einer Bank gebaut werden. Na bitte. Und was können wir noch? Die Börse. Mhm. Den können wir befördern. Förster. Was ist das? Schiffswrack. Artefakt schickt einen Archäologen hierher. Schau an. Schau dir was an. Was wir alles haben. Schiffswracke. Da haben wir Wale. Da haben wir was zum Reparieren. Gehen wir zuerst dorthin, wo wir was reparieren, oder zuerst zum Wal? Gehen wir zuerst zum Wal. Ja, ich kann nichts dafür, ich habe wirklich keinen Platz. Jetzt schon um die Barbaren oder um die Aufstände von den Römern. Eigentlich müssten sie glücklich sein mit mir. So. Osterinseln vielleicht? Das da könnten die Osterinseln sein. Ah, okay, der kann steigen. Gut. Und noch ein Händler. So, bringt auch 3 Wissenschaft, finde ich gut. Ah, da war der Dings, der hat ein wissenschaftliches Zentrum, deshalb. Wieso schaut es da nicht rein? Aber es ist ein Hügel, ist wahrscheinlich. Da haben wir einen Hügel, das heißt, in Ephesus werden wir relativ schnell eine Akropolis bauen und aus. Ich hoffe, die muss nicht ans Stadtzentrum grenzen, weil sonst haben wir da verschissen. Okay. Forschung. Und 3 Werkstätten. Nein, das schaffen wir vielleicht sogar noch. Vielleicht. Normbauteile. Hab 3 Musketiere. Bau 2 Wohnviertel. Also das haben wir schon. Hast du eigentlich ein Industriegebiet? Ich glaube nicht, gell? Hast du ein Unterhaltungsgebiet? Einen Zoo könnte man da bauen bei dir. Du bist so ein unnötiges. Ein unnötiges Gebiet, das ist unfassbar. Argos, weißt du das? Du
Das ist eine blöde heilige Stätte. Aber sonst nichts. Du brauchst ein Monument. Ich bin unglücklich und unzufrieden mit dir. Aber vielleicht hätte man ein Dings bauen sollen, einen Händler. Soll man einen Händler stattdessen bauen? Der bringt mehr als das Monument. Oh, wir könnten das Opernhaus von Sydney bauen. Das ist natürlich schön, aber... Ich fürchte, wir müssen es ins Wasser... Oh, warte mal, wenn wir es daher bauen können, das ist schon cool. Aber 111 Züge, so lange habe ich nicht Zeit, so lange dauert das Spiel nicht mehr. Ich bin noch im Erforschen und Dings-Modus. Warte mal, wir haben drei Gesandte verfügbar. Wo sind die? Wieso kann ich die nicht einsetzen? So, du gehst zurück nach Korinth. Wieso kann ich meine Gesandten nicht einsetzen? Wieso sagt mir keiner, dass ich Gesandte habe? So, wir haben drei Gesandte. Das heißt, wir können sicher wieder irgendetwas wenden zum Besseren. Laventa. Andererseits, Laventa ist so sinnlos, das ist eine religiöse. Toronto wäre echt schön wahrscheinlich. So. Panda Brunei, Buenos Aires, was ist das mit Buenos Aires? 4, wenn wir dort alle drei hinschicken, dann gehört es uns. Finde ich gut. Können wir uns eigentlich mit unserer Religion keine Missionare mehr kaufen, sondern nur noch Naturforscher? Ich verstehe es nicht ganz. Na gut. Du hast mir den Krieg erklärt. Naja, gut soll sein. Und noch einmal. Hatten wir das nicht schon? Heißt das, du möchtest noch eine Stadt verlieren? Noch einmal Krieg mit dem Idioten. Diesmal sind wir etwas besser sogar vorbereitet. Wir haben nämlich schon eine... Eure Exzellenz, ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, weitere Wohnviertel für unsere wachsende Bevölkerung zu errichten. Echt? Wir sollten diese in unseren schönsten Gegenden bauen. In der Nähe von Naturwundern. Oder vielleicht an der Küste. An Städten mag ich, dass alles großformatig ist. Das Schöne wie auch das Hässliche. Ach, deswegen gibt es da Gebiete, die... Ah, es gibt Gebiete, die unterschiedlich schön sind. Mhm. Und wir machen Militärforschung. Militärakademien und Seehäfen generieren plus eine Wirtschaft. Wissenschaft auch nicht schlecht. Öffentliches Transportwesen. Gold pro Anziehungskraft von Geländefeldern. 50 Gold pro Anziehungskraft von Geländefeldern bei einem Ersatz von Farmen durch Wohnviertel. Ah, das heißt, wenn man ein Wohnviertel dorthin setzen, wo vorher eine Farm war und das zum Beispiel 6 Anziehungskraft hat, kriegen wir dafür 300 Gold. Okay. Gut, wir gehen wieder in den Kriegsmodus.
Das heißt, wir werden den Tourismus weghauen mal. Das lassen wir eh gleich drinnen. Das wäre eigentlich gar nicht einmal so schlecht jetzt. Plus zwei Wissenschaft, Kultur, Glauben und Gold durch jeden Stadtstaat, in dem ihr souverän seid. Wir sind mittlerweile in fast allen souverän. Statt dem großen Wissenschaftler. Okay, großer Wissenschaftler kommt raus. Militär. 50% Einheitenverbesserung haben wir auch weg. Was haben wir da? Einheitenunterhalt um 1 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Das ist einmal nicht schlecht, wenn sie verletzt sind, dass sie stärker kämpfen. Die Produktion verbessern um 30% in Lagern ist nicht schlecht. Achso, nein, nur deren Gebäude. Nein, das ist schlecht. Wir wollen die Einheiten. Industrie und Moderne. Oh, Kampfsiege gegen Einheiten aus früheren Zeitaltern bringen. Das ist Gold, Militärakademie. Plus eine Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinntem Gebiet. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Marineeinheiten bauen. Wir werden das da hergeben. Wohnviertel mit größerer Anziehungskraft beherrscht. Ja. Mehr Bürger. Kampfstärke gegen Kavallerieabwehr, oder? Plus 5 Kampfstärke beim Angriff von Fernkampf- und Belagerungseinheiten. Das ist gut. So, wir wollen die zwei Städte da oben einmal erobern, vielleicht vernichten. Weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht, ob man die behalten will, aber die sind auf jeden Fall die, die mal jetzt als nächstes angreifen werden. Spion ist auch stärker geworden. Sprengsätze sabotiert Produktion wie mit 2 Stufen mehr Erfahrung. Zeit für Abschluss aller Missionen um 25% verringert oder Fahrerass hat ertappt werden wäre. Okay, das klingt lustig. Linguist klingt natürlich cool. Da sind wir schneller mit allem. Sabotage-Sachen wollen wir eh nicht wirklich machen. So, was ist mit dir? Wieso kann ich dich nicht aufrüsten, frage ich mich. Du bist einmal daher.
uns den Handelsweg. Das ist einmal fast schon Pflicht, dass wir das machen. Schauen wir mal, ob wir das dann überleben, wenn Rom jetzt rausschießt gleich. Aber was soll's. So, dann haben wir die. Weitergehen. Gut, du fehlst mal. Wenn ich dich daher bringe, kannst du dann über das Wasser schießen? Ich glaube schon. Nicht nach Toronto, du Idiot. Boah, ich hasse ihn. Ah, fahr noch gleich runter, was soll's. Bitte lassen. Das war ein Fehler von mir. Ich bin so ein Idiot. Ja, Mobilisierung klingt gut. Gut, an dieser Stelle machen wir den Schluss für heute. Das nächste Mal schauen wir, ob wir den Römern nicht wirklich vollends entsorgen können. Diese Städte da im Norden nerven mich eh schon ziemlich. Ja. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.